Ja, Lukas Stutz, dein linguistisches Doktoratsprojekt am Deutschen Seminar der Uni Zürich trägt den Arbeitstitel Adressierung und Perspektive in Gesetzestexten. Es handelt sich dabei um ein Teilprojekt des SNF-Projektes Gesetzessprache. Adressierung und Perspektive in Gesetzestexten. Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, bekanntlich gelten Gesetze ja für alle Menschen. Das heißt aber natürlich nicht, dass jede Regel oder wie man sagt, Rechtsnorm dann auch wirklich für alle Menschen gilt. Ein kleines Beispiel, der Führerausweis, den braucht man ja eigentlich nur, wenn man auch Autos oder andere Fahrzeuge fahren will. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine Gruppe, die von dieser Norm betroffen sind. Und das wären dann die Adressaten. Nun ist es allerdings so, dass es auch noch, also viele Normen haben mehrere Adressatengruppen. Also der Führerausweis, der betrifft nicht nur die Personen, die Auto fahren wollen, sondern der betrifft beispielsweise auch noch die Verkehrspolizei, die ja kontrollieren muss, ob die Personen, die da im Auto sitzen, berechtigt sind, das Fahrzeug zu steuern. Das heißt, wir haben hier eigentlich verschiedene Adressatengruppen der Gesetzestexte. Und die Perspektive, die kommt eben dann ins Spiel. Also mit Perspektive ist gemeint, wie der Sachverhalt sprachlich dargestellt wird. Die Perspektive kommt dann eben dann ins Spiel, wenn es darum geht, verschiedene Adressatengruppen stärker zu gewichten als andere im jeweiligen Rechtssatz. Okay, also in der Theorie tönt das schon einmal ziemlich plausibel. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ich gehe davon aus, dass du als Textlinguist dann auch effektiv diese Texte genauer anschaust. Und es würde mich jetzt mal wundern, nehmen. Ich habe einen Gesetzestext, der mir so schon mehr oder weniger bekannt war, herausgepickt und würde dich gerne noch dann konkret um deine Einschätzung bitten, inwiefern so ein Text dann Adressierung und Perspektive betrifft, um das etwas handfester zu machen. Ich habe da den Artikel 111 des Strafgesetzbuches. Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besonderen Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren bestraft. Welche Adressierungen und Perspektivierungen lassen sich an diesem Beispiel nachzeichnen? Also in dieser Norm, das ist eine sogenannte Strafnorm, das heißt, da wird eigentlich einer Tat oder einer Handlung eine Strafe zugeordnet, haben wir jetzt eigentlich zwei Adressatenrollen, sage ich jetzt mal, obwohl die eine ist ein bisschen versteckt. Die erste Rolle ist natürlich diejenige des Täters. Die wird dann ausgedrückt als wer einen anderen Menschen vorsätzlich tötet. Die Norm richtet sich natürlich an den Täter, insofern er davon abgehalten werden soll, die Tat zu vollziehen. Also es geht ja darum, das indirekt zu verbieten. Es wird aber nur indirekt verboten, indem eigentlich mit Strafe gedroht wird. Und dort ist dann noch die zweite Adressatenrolle versteckt. Wenn nämlich von einer Strafe oder einer Bestrafung die Rede ist, dann braucht es ja auch eine Institution, die diese Strafe dann vollführt oder zumindest mal das Urteil fällt. Und das sind ja die Gerichte. Und die sind also auch eine Adressatenrolle, jedoch ist sie nicht explizit angeführt. Also die ist eigentlich nur, die muss man so im Hinterkopf haben. Trotzdem haben wir hier eigentlich zwei Adressatenrollen. Und perspektivisch ist der Täter hervorgehoben, weil der ist explizit, steht am Anfang des Satzes. Und da kann man sagen, die Form des Satzes spricht dafür, dass hier der Täter angesprochen werden soll oder die potenziellen Täter. Aber wenn man die Funktion des Satzes anschaut und sich überlegt, ja, wer wird hier eigentlich zu einer Handlung verpflichtet, dann sind es ja die Gerichte. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die sprachliche Form, die für den Täter spricht als Adressat und andererseits die Sprachhandlung oder die Anweisung, die eigentlich für die Gerichte spricht als Adressat. Und so wird durch diese sprachliche Form eine Doppeladressierung ausgedrückt. Okay, Das und sind ja mal nur die Rollen. Dann gibt es noch ja. weitere Ebenen. Es gibt natürlich noch die Ebene der Allgemeinheit. Also Ja.
Dadurch, dass ja diese Regeln überhaupt existieren, wird ja auch der Allgemeinheit kommuniziert, dass Recht und Ordnung herrscht in der Gesellschaft oder zumindest, dass es Konsequenzen hat, wenn man sich dieser Ordnung widersetzt. Ja, etwas, was auch ein bisschen hier reinspielt, dass jetzt auch viel Fachterminologie eigentlich oder juristische Fachterminologie verwendet und gleichzeitig ja, sollten eben diese Texte auch an die Allgemeinheit gerichtet sein, damit man eigentlich weiß, was man zu tun und lassen hat, wie man das gemeinhin so benennt. Jetzt stellt sich mir hier auch die Frage, die sind ja eigentlich wirklich juristische Texte und was ist denn da genau deine Rolle als Linguist oder was kannst du als Linguist dazu beitragen, diese Gesetze zu oder diese Gesetzestexte zu interpretieren, weil man könnte ja grundsätzlich auch die Haltung haben, ja gut, also Gesetzestexte sind für Juristinnen und Juristinnen gedacht. Was ist da die Rolle der Linguistik? Ja, also die Auslegung oder die Interpretation der Texte, die obliegt ja schon den Juristinnen und Juristen und dafür werden sie ausgebildet in ihrem Studium. Natürlich kann man auch diesen Interpretationsprozess sprachwissenschaftlich analysieren, aber ich fokussiere mich eigentlich eher auf den Gesetzestext selbst und auf den Prozess der Rechtsetzung, also das Verfassen dieser Texte. Und dort hat es mehrere Vorteile, wenn man das auch mal noch linguistisch betrachtet. Also die Linguistik kann eigentlich als Hilfswissenschaft für die Rechtsetzung fungieren. Also man kann vielleicht Werkzeuge anbieten, also im Sinne von Begriffen, um gewisse sprachliche Muster und dann ihre Konsequenzen auf der Ebene der Adressierung zum Beispiel zu beschreiben und zu reflektieren. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man relativ klare Hinweise gibt, wie Gesetzestexte gut verfasst werden können. Das betrifft dann natürlich ganz viele Aspekte, aber die Adressierung ist natürlich ein zentraler Bestandteil davon, denn gute Gesetzestexte sind auch vor allem adressatengerecht. Und also dieses Zusammenspiel so zwischen Linguistik und Juristik, wie muss man sich das vorstellen? Ist das irgendwie so ein höfliches Ignorieren oder wird da wirklich auch aktiv zusammengearbeitet? Ist die linguistische Expertise überhaupt willkommen im juristischen Bereich? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also tatsächlich ist es in der Schweiz auf der Bundesebene so, dass es eine Kommission gibt, die sich für die Qualität der Gesetzestexte auf Bundesebene stark macht. Das ist die sogenannte WIRK, heißt die, also V-I-R-K, die Verwaltungsinterne Redaktionskommission. Die setzt sich zusammen aus Sprachexperten und Sprachexpertinnen der Bundeskanzlei, des Sprachdienstes, und dann aus Juristinnen und Juristen des Bundesamtes für Justiz. Und in Teams, das sind Zweierteams, wenn es nur eine Sprache betrifft, oder dann auch Viererteams, wenn französische und deutsche Texte beispielsweise gleichzeitig bearbeitet werden. Die schaut sich diese Texte an und verfasst dann eine sogenannte Stellungnahme, die sie dem jeweiligen Amt, das den Text verfasst, zurückschickt und dann damit aushandelt, wie man die Texte verbessern könnte. Also das wird tatsächlich institutionell in der Schweiz so geregelt, dass die linguistische Expertise gemeinsam mit der juristischen Expertise in die Qualität der Gesetzestexte einfließt. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ließe sich eigentlich tatsächlich sagen, dass in der Schweiz Linguistinnen und Linguisten Gesetzestexte mitverfassen? Ja, mitverfassen. Das letzte Wort haben doch dann immer noch die Ämter. Also die WIRK kann nicht eine Änderung durchsetzen per institutionelle Autorität gewissermaßen. Sie kann nur Vorschläge machen und diese Vorschläge gut begründen. Und dort kommt dann eben auch wieder die Sprachwissenschaft ins Spiel, denn um diese Begründungen vorzunehmen, kann man linguistisch, insbesondere jetzt textlinguistisch in dieser Hinsicht argumentieren. Ja, dann stellt sich mir jetzt gleich die Frage, vielleicht hast du es ja auch schon partiell beantwortet, aber heutzutage ist man in der Wissenschaft eigentlich immer häufiger damit konfrontiert, dass die Leute einem fragen, ja,
Und was bringt das jetzt? Was bringt das jetzt uns als Gesellschaft? Gibt es da in deinem Projekt also tatsächlich so eine klaren, so eine Form von Dienst, die du dann an der Gesellschaft leisten könntest durch deine Forschung? Oder geht das dann doch eher so ein bisschen in die Richtung Lach, Buch, Lach, dass das eher innerhalb der linguistischen Spezifika dann seinen Wert entwickelt? Also Gesetzestexte sind natürlich auch aus rein sprachwissenschaftlicher Sicht sehr interessant. Aber es gibt natürlich schon eindeutige Vorteile darin, wenn man Gesetzestexte gut verfasst mit linguistischer Expertise. Und dafür spricht zum einen mal, dass Gesetze müssen ja eine Wirkung entfalten, und zwar bei der breiten Bevölkerung, wenn möglich. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn diese Gesetze und die darin enthaltenen Normen auch verständlich sind. Dann gibt es noch einen demokratischen Grund, der für verständliche und adressatengerechte Gesetzestexte spricht, weil in einer Demokratie können die Bürgerinnen und Bürger ja auf die Gesetzgebung Einfluss nehmen, beispielsweise in Form von Initiativen, aber auch Referenden. Und in dieser Hinsicht müssen natürlich die Bürgerinnen und Bürger, um diese demokratischen Privilegien wahrzunehmen, auch die Gesetze verstehen können. Und als drittes, letztlich sind das ja Gebrauchstexte. Das heißt, wenn die Gesetzestexte verständlich und sinnvoll geschrieben, aufgebaut, strukturiert sind, dann hilft das letztlich auch den Juristinnen und Juristen in ihrer täglichen Arbeit, um schnell und exakt arbeiten zu können. Ja, das tönt nach einem ziemlichen Dienst. Das heißt, grundsätzlich ließe sich dann vielleicht sogar sagen, dass du als Linguist dazu beiträgst, wie gewisse Volksabstimmungen dann ausgehen können, oder je nachdem, wie verständlich diese Texte dann verfasst sind. Ja, das natürlich dann indirekt wäre das Ziel, ja. Aber das ist dann quasi Grundlagenarbeit dafür, ja. Ja, mal schauen, ob sich dann irgendwann deine Handschrift erkennen lässt oder in zukünftigen Abstimmungen. Noch eine kurze inhaltliche Frage so zum Schluss, was ich mir jetzt auch noch überlegt habe in Bezug auf diese Adressierungen, dass ja in der Linguistik ist uns relativ klar, dass Sprache immer auch eine konstitutive Komponente hat. Und bei Gesetzestexten, ähnlich wie bei der Bibel, ist es ja schon so, dass dadurch, dass etwas geschrieben steht, wird es dann auch zur sozialen Tatsache, zur sozialen Realität. Also nur weil im Strafgesetzbuch steht, wer vorsätzlich einen Menschen tötet, wird mit Freiheitsstrafe bestraft, ist es dann auch effektiv eine soziale Tatsache. Und da sind ja Gesetzestexte sehr nahe bei der Bibel, wo das auch einfach dadurch, dass es dort geschrieben steht, ist es dann so. Und ich denke, dieser Artikel über die vorsätzliche Tötung ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz weit entfernt von den 10 Geboten. Deshalb würde ich dich gerne als Schlussfrage, die vielleicht gar nicht mehr so nahe an deinem Thema ist, aber es nimmt mich doch Wunder, gibt es in Gesetzestexten noch so etwas wie eine göttliche Perspektive? Oder lassen sich zumindest Unterschiede oder Parallelen zwischen Gesetzestexten und Bibel nachzeichnen? Also gut, die göttliche Perspektive. Man kann natürlich sagen, dass Gesetzestexte häufig aus einer recht neutralen, abstrakten Perspektive geschrieben sind. Das hat aber mehr damit zu tun, dass halt wirklich ganz unterschiedliche, also dass zum einen mal allgemeinverbindliche Regeln darin enthalten sind und dann, dass es halt unterschiedliche Adressatengruppen gibt. Tatsächlich ist Gott eigentlich noch prominent in der Präambel der Bundesverfassung, also respektive die Bundesverfassung beginnt eigentlich im Namen Gottes des Allmächtigen. Dazu muss man allerdings sagen, dass das symbolischen Charakter hat und rechtlich nicht relevant ist. Also man kann nicht einen rechtlichen Anspruch oder so aus dieser Präambel der Bundesverfassung ableiten. Ja, und vielleicht noch zum Unterschied zu den 10 Gesetzen, den 10 Geboten, die du ja angesprochen hast. Also wenn wir jetzt nochmals diesen Artikel 111 des Strafgesetzbuches nehmen, wer einen anderen Menschen tötet, wird bestraft. Das ist natürlich etwas anderes als du sollst nicht töten. Und
der Hauptunterschied ist, dass es nicht moralisierend ist, im Sinne von, es ist schlecht, jemanden zu töten. Das steht nämlich im Strafgesetzbuch gar nicht so direkt. Sondern was dort eigentlich steht, ist, dass gewisse Taten dann zu einer Strafe führen. Also es ist eigentlich so eine Wenn-Dann-Struktur. Und das Moralische ist eigentlich nur implizit vorhanden. Und das ist natürlich auch kulturell, also typisch für solche komplexen Rechtssysteme, die wir jetzt in unseren modernen Staaten haben. Und die Adressierung ist natürlich auch eine andere, oder? Man wird ja in Gesetzestexten, nehme ich an, selten mit du angesprochen, also in der zweiten Person Singular. Genau, also die gesetzessprachliche Adressierung ist grundsätzlich indirekt. Also es wird nicht von du oder sie oder ihr gesprochen. Es wird auch nicht, es gibt auch keine so direkten Anreden wie liebe Bürgerinnen und Bürger oder etwas in dieser Richtung, sondern es funktioniert indirekt über die Konstruktion von Adressatenrollen. Wunderbar, dann würde ich sagen, lasse ich dich wieder zurück zu deinen Gesetzestexten springen. Danke vielmal für diesen Einblick und vielleicht gibt es ja in Zukunft dann nochmals die Möglichkeit, dass du uns über Ergebnisse informierst. Vielen Dank. Dankeschön.